Servus, hier wieder Dennis Grimmer und der Jose Michel. Wir sind immer noch beim Schulterimpingement. Kommen wir nun zu Teil 2 von der Vorgehensweise, wie wir das bei Tim Gym immer beherzigen. Kommen wir zur kapsulären Gelenkmobilität. Das Ganze wollen wir verbessern. Ich Flossenmuskel jetzt, nicht mehr in dem Fall von der Faszie Brachii, sondern wir gehen an das Gelenk an sich und fangen dann an mit Mobility Sticks zu arbeiten, mit Tools, die man sehr, sehr schön da einsetzen kann, um wieder Mobilität reinzubringen. Und später auch mit dem Superband. Wenn ich mich kurz doch zu dir rüber aus, dann nimmst du den Arm drauf. Und das krempel ich mir so ein klein bisschen hoch, dass wir an der Haut arbeiten. Es ist kein Problem, wenn wir mit ganz engen so Underwear-Sachen arbeiten, auch mal über den Stoff zu flossen. Aber der direkte Kontakt zur Haut ist in dem Fall schon der bessere. Und dann gebe ich auch wieder Schub jetzt in diesem Teilbereich rein. Jetzt ist es hier beim Flossing auch so, dass ich... Man kann das sehr, sehr aggressiv flossen, aber dadurch, dass wir jetzt erstmal gucken wollen, ich will auch auf die vegetativen Reaktionen von dem Kunden achten, erstmal zu schauen, dass ich das gar nicht zu aggressiv am Anfang flosse, weil wir jetzt auch gerade mit Mobility-Tools noch arbeiten, dass er das ganz gut verträgt. Und dann könnt ihr, wenn ihr hier unten seid, die Achsel ab da dann aussparen, immer einen großen Bogen oben rein. Warte, der eine Zug, der war nicht sauber. Dann gehen wir hier nochmal raus und kommen jetzt hier wieder rein. Unten wieder lösen und den letzten Zug lege ich mir ohne Funktion hier so rein. Immer gut einklemmen, gucken, dass wir die Haut nicht einklemmen und dann passt das ganz gut. Okay, lass locker. Geht's von der Anlage? Super. Cool. Arbeiten wir hier mit den Mobility Sticks? Gehst du vielleicht wieder rüber? Dann sieht man das ganz gut. Mit dem geflossenen Arm. Als erstes nehmen wir den Stick. So breit, dass du über deinen Kopf langsam zurückführen kannst. Ja. Geht? Geht. Gutes Gefühl. Ja. Ist einmal so, das mach ruhig zwei, dreimal, dass die Mechanorezeptoren auch über das Flossband jetzt entlastet werden und es dürfte sich gar nicht so schmerzhaft anfühlen. Wir haben hier so eine Überlagerung, eine Gate Control von den Mechanorezeptoren gegenüber den Schmerzrezeptoren im Bindegewebe. Und dann fühlt sich so eine Übung eigentlich ganz gut an. Das Ganze kann er 6 bis 10 Mal wiederholen. Ich würde hier auch empfehlen, bei den ganzen Sätzen so zu arbeiten, dass wir ungefähr 3-4 Minuten mit dem Flossband arbeiten. Dann würden wir es abmachen, ansonsten wird es zu lange. Okay, Jose, nehmen wir das jetzt hinten wie, ja, wie als wären wir so geknechtet, von unseren Frauen geknechtet, haken uns hier ein. Po wird ein bisschen zurückgeschoben, um die Faszienmembran zu stabilisieren. Federst du jetzt mit deinem schmerzhaften Arm nach oben immer rein und wieder locker. Genau. Kommst wieder raus, gehst wieder ins Bewegungsende, schaust immer am Bewegungsende, wie fühlt es sich an und federst rein. Ich habe es jetzt auf beiden Seiten gemacht. Husse geht in dem Fall immer hier, genau. Hat er wie so ein Widerlager, hat fest durch den Stick, machst noch einmal, schiebt Po hinten raus, genau. Und merkt dann auch immer, wie er ein bisschen weiterkommt. Dadurch mobilisiert er sich die BBS und auch hier vorne der Anteil von der Membran. Okay, nimmst jetzt über Kopf. Nimmst es oben raus, gehst in deinem Fall mit deinem aufpassen, mit deinem rechten Fuß in den Ausfallschritt, kommst nach vorne und ziehst dann, genau, als würdest du hier rausziehen. Arbeitest mit dem Arm, kannst du es richtig reinziehen, dass du hier die betroffene Struktur auch mit frei machst und auch das Gelenk in allen seinen Positionen wieder merkt, okay, hey, hier komme ich ja eigentlich rein, hier komme ich auch schmerzfrei rein. Die ganzen Strukturen, wir haben wie so ein Kinetic Resolve, dass diese Bindegewebe-Strukturen sich verschieben. Mach's noch einmal. Sehr gut. Und dann kann man hier mit den Mobility Sticks, das ist ein optimales Tool, wo man mit arbeiten kann, um diese ganze Membran zu stimulieren. Okay. Das Ganze würde ich 3-4 Mal wiederholen. Würde mehrere Sätze machen. Und dann aber immer wieder das Flossband. Man merkt schon, wenn es anfängt zu kribbeln. Dann will er den Arm noch ein bisschen bewegen und dann flossen wir das ab. Sehr gut. Kurz auslockern, dass du mal ein bisschen Ruhe reinkriegst. Ja, genau. Hast du gemerkt, gekribbelt? Mhm. Ja, ist normal. Da braucht er auch nicht zu erschrecken, wenn das so ein bisschen kribbelig ist. Ist das noch okay? Was nicht passieren kann, distal der Anlage, also unterhalb der Anlage, dass es da zu starken Schmerzreaktionen kommt, das wäre nicht so schön. Da müssen wir aufpassen. Arbeiten wir jetzt noch mit dem Flossband und dem Superband hier im Rücken. Die habe ich mir in der Mauer fixiert. In dem Fall 2, weil es ein bisschen kurz wäre, weil die Mauer relativ kräftig ist.
kann man sich zu Hause, sieht immer nicht so schick aus. Gibt immer ein bisschen Ärger wahrscheinlich vom Partner, wenn hier die ganzen Sachen rumhängen, aber gut. Funktionell können wir das sehr, sehr gut einsetzen. Ich schloss den Arm gerade nach Hause. Genau, legst ihn drauf, drehst dich nochmal. Seitliches machen wir normalerweise nicht. Hier die Rückseite zur Kamera, aber in dem Fall geht es ganz gut. Gehen das Gelenk wieder an. So, jawohl. Ja. Okay. Sehr gut. Alles gut. Ja, das ist aber wichtig. Stellst dich hier in das Seil mal rein, dass du, genau, das haben wir auch schon mal gemacht, dass du es hier im Bereich Klinomeralgelenk anbringst, lagerst dir deinen Arm hinten auf dem Rücken, gehst mit dem rechten in Schrittstellung nach vorne und suchst den Widerstand des Band und gehst ganz langsam immer wieder vor und zurück. Genau. Dass er jetzt, hat er das, diese ganze Struktur im Gelenk, ist er geflossen, ein bisschen komprimiert. Wir haben so eine Distraktion auf das Gelenk und da kann er, geh noch ein Stück vor, also strapaziere das noch ein bisschen mehr. Und dann kann er mit dem Superband so arbeiten, dass das Klenomeralgelenk wieder ein bisschen nach hinten gedrückt wird, gezogen wird und sich dadurch besser zentriert. Okay. Das Ganze würde ich auch so eine Minute wiederholen. Unter der Anlage gehen wir jetzt in die Ellenbeuge rein, greifst es auch, stellst dich wieder in Schrittstellung und hakst vor und locker zurück. Drehst dich vor und wieder zurück. Das Ganze haben wir jetzt so die Pektoralfaszien, die wir ein bisschen ziehen können und das geht auch ganz gut. Geht's noch vom Arm her? Ja. Ja, cool. Noch. Ja, noch so lange machen wir es nicht mehr. Kommt noch eine Übung, wo er ein bisschen aufziehen kann, wo er so eine direkte Traktion drauf hat. Okay. Drehst dich direkt raus, ich zeige es einmal ganz kurz, indem er sich hier reindreht, dann setzt sich mit dem Po langsam nach hinten und schaut einfach hier unten drunter durch und dadurch hat er eine Traktion aufs Gelenk. Machst es mit der offenen Hand, ja, man sieht schon, wird auch kalt, offene Hand und drehst hier unten drunter durch, jawohl. Zap und wieder raus. Gehst noch zweimal. Seht ihr jetzt hier schön in das offene Muster rein. Und der letzte. Und lösen. Und locker. Da merkt ihr schon, ist jetzt auch lang genug drauf. Machen wir das dann schnell wieder ab. Lösen. Und dann noch schnelles Abmachen. Dann haben wir gerade eine neue Versaftung. Das füllt sich jetzt relativ schnell. Sieht man von den Reaktionen. Und der Arm wird auch sehr schnell wieder schön warm. Braucht er nicht zu erschrecken. Okay, das war's zur kapsulären Gelenkmobilität. Sehen wir uns später wieder im Video zur Ansteuerung der muskulären Strukturen.